Ich bin wieder zurück mit einem neuen Video. Oh mein Gott, Leute, endlich habe ich es geschafft, meine Kamera einzustellen. Oh mein Gott, das war so ein Film. Auf jeden Fall, nachdem ich 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Jahre nichts hochgeladen habe, dachte ich mir... Okay, das dachte ich mir auf jeden Fall nicht. Ich dachte mir, ich lade einfach mal ein neues Video hoch. Das wird ein Get Ready With Me mit ein paar richtig coolen Produkten. Ich werde euch heute mitnehmen und mich fertig machen mit richtig geilen Marken, die es momentan in Deutschland zu kaufen gibt. Unter anderem zum Beispiel Fenty Beauty. Und andere Marken, die ich schon in meiner Beschreibung eigentlich verraten habe, aber... Jetzt nicht viel drumherum reden. Wenn ihr diesen Look hier live erleben wollt, dann bleibt jetzt aber dran. Bevor wir überhaupt irgendwas im Gesicht machen, werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal... mit Eyeshadow anfangen. Und zwar zuerst nehme ich hier diesen Eyeshadow Primer Potion von Urban Decay. Das hier ist nämlich der bekannteste Eyeshadow Primer überhaupt und ich bin richtig gespannt, wie der wirken wird. Aha, so sieht er aus. Der kommt mit so einem Applikator. Und das trage ich jetzt einfach hier auf, wenn überhaupt was rauskommt. Oder soll der so sein? Ich glaube, der soll so sein. So, ich denke, das sollte jetzt reichen. Ich gehe nochmal mit dem Finger drüber. Um das einfach nochmal schön zu verteilen. Jetzt werden wir eine wunderschöne neue Palette, die jetzt kürzlich bei Douglas online gegangen ist, ausprobieren. Und zwar geht es um die Pretty Rich von Too Faced. Und diese Farben... Wow. Also allein schon hier dieser Ton. Es ist einfach jeder Ton dabei, egal ob für Alltagslook oder eben für so einen etwas ja, stärkeren Look für den Abend, würde ich jetzt mal sagen. Goldtöne, Silbertöne, Blau, einfach alles. Und diese Palette ist wirklich hammerpigmentiert. Ich bin gespannt, wie sie wirken wird mit diesem Primer zusammen, ob das irgendwie noch den Effekt verstärkt, beziehungsweise die Farben. Aber ja, ich würde sagen, dass wir erstmal mit einem ganz dezenten Farbton anfangen. Und zwar hier diesen It's Cashmere. Und den trage ich jetzt hier mit so einem Blenderpinsel auf. Der hier ist übrigens von Zoeva, der 228. Okay, die Farbe ist wirklich wunderschön und ich habe echt das Gefühl, dass dieser Primer auf jeden Fall ein bisschen die Pigmentierung verstärkt. Hm, nicht schlecht. Also die Palette an sich ist wirklich wunderschön pigmentiert, überhaupt. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Primer echt was bringt. Und das ein bisschen nochmal die Pigmentierung, sage ich jetzt mal, hervorhebt. So, und als nächstes nehme ich diesen wunderschönen dunklen Rotton, Oh That's Rich, und werde den ein bisschen mehr in meine Crease einarbeiten. Dazu nehme ich jetzt auch den Morphe M330 Brush. Der ist ein bisschen schmaler und somit kann ich mehr in die Crease eingehen. Dasselbe mache ich jetzt hier an dem Auge auch. Was mir bei dem roten Ton auffällt, dass ich ein bisschen stärker aufbauen müsste, damit er so einen richtig krassen pigmentierten Effekt hat, wie hier auf der anderen Seite. Und für die Cut Crease werde ich jetzt den Soft Matte Complete Concealer von NARS in so einer Tube nehmen. Also wenn ihr wirklich Anfänger seid, was Cut Crease betrifft, würde ich euch echt empfehlen, so einen cremigen Concealer zu nehmen. Weil mit den flüssigen Concealern komme selbst ich nicht klar. Der Concealer an sich
verschmiert richtig schnell, wenn es eine flüssige Konsistenz ist, und dann wird es einfach unsauber und dann dauert es ewig. Und bei dem, der ist wirklich super cremig. Und damit könnt ihr eine richtig schöne Cut Crease machen. Ich hoffe, hoffentlich sieht man das. Ich fange jetzt hier. An. Was ich immer gerne mache, ist wirklich über meine Lidfalte zu gehen, also ein bisschen außerhalb der Lidfalte zu arbeiten. Und das Ganze fülle ich jetzt eben mit dem Concealer nochmal aus. So, ich würde jetzt mit Highly Selective weitermachen in meine Crease rein, beziehungsweise erstmal in die Mitte, und ich werde mich von hinten nach vorne mit den Schimmertönen hocharbeiten. Dafür nehme ich jetzt als erstes meinen Finger und werde das hier so. Und als letzten Ton für ganz vorne nehme ich hier diesen Bronzeton ganz in der Seite. Trage ihn wieder mit dem Finger auf. Der ist schon ein bisschen dunkel. Ich hoffe, der funktioniert. Um das alles zu schließen, gehe ich nochmal in den roten Ton, arbeite das alles hier hinten ein. So, jetzt noch ein Check im Spiegel. Ich sehe hier gar kein Fallout. Also unten ist wirklich gar nichts gekrümelt. Meine Haut ist immer noch wie vorher. Die Farben sind auch eigentlich 1:1 wie in der Palette. Allerdings, was mir auffällt, ist, dass dieser dunkle Bordeaux-Ton hier eher einem Braun, wirklich Braun entspricht, wenn man es aufträgt. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, aber wer eben einen Rotton erwartet hat, der könnte vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Aber ansonsten sind die Farben wirklich super pigmentiert, haben sich super verblenden lassen. Ich bin sowieso ein kompletter Fan von Too Faced Paletten, weil die einfach für jeden Look geeignet sind, so wirklich, und immer super pigmentiert sind. Selbst die Glitzertöne, obwohl man Glitzertöne ganz schlecht mit Pinseln auftragen kann, ging das hier bei dem eigentlich recht gut. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, wie viel die Palette im Internet kostet. Und zwar wird sie bei Douglas für 46,99 € angeboten. Also für den Preis kriegt ihr echt eine richtig geile Qualität und ein geiles Packaging, was ihr aufstellen könnt. Also ich bin so ein richtiger Fan von Paletten, die so aussehen, die ich dann schön herausstellen kann, wie in einem Museum. Kommen wir nun zum Gesichtsteil. Wir müssen diese fetten Bäckchen mal ein bisschen auffrischen. Und zwar werde ich heute statt einem Beauty Blender einen Pinsel nehmen. Ja, Claudi nimmt statt einem Beauty Blender einen Pinsel für die Foundation. Wo fangen wir überhaupt an? Wir werden erstmal primen, würde ich sagen. Auf jeden Fall werde ich meinen Hangover Primer benutzen. Da habe ich kein neues Produkt, den trage ich wie immer ein bisschen auf. Ich habe mein Gesicht vorhin schon mit einer Maske ein bisschen aufgefrischt, deswegen ja, haben wir genug Feuchtigkeit. Dann kann ich jetzt erstmal den Primer nehmen. Den arbeite ich richtig schön in mein Gesicht ein. Das ist einer meiner Lieblingsprimer, vor allem für trockene Haut, super geeignet. Schön das ganze Gesicht. Während mein Primer hier jetzt noch ein bisschen einwirkt, werde ich euch mein Tool für meine heutige Foundation zeigen. Und als ich dieses Tool gesehen habe, mir kamen fast echt die Tränen. Also ohne Spaß. Ohne Spaß. Dieses Tool, beziehungsweise das ist ein Pinsel, ist von einer neuen Marke, die es exklusiv bei Douglas gibt. Und zwar handelt es sich hier um It Cosmetics. Und die haben diesen wunderschönen Pinsel rausgebracht, extra zum Valentinstag. Und ich zeige ihn euch jetzt auch mal näher. Und zwar ist das hier der Pinsel von It Cosmetics. Der hat einfach hier so überall Herzen, und an sich, wenn man sich den Pinsel anschaut, hat er einfach mal eine Herzform. Wie geil ist das denn bitte und wie süß.
Und er ist pink. Ich als Beauty-Junkie musste den einfach unbedingt haben. Obwohl ich sagen muss, dass ich ungern Pinsel für meine Foundation nehme, weil ich das Gefühl habe, dass die Deckkraft einfach nicht so stark ist wie mit einem Beauty-Blender oder einem Make-up-Schwamm. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, dass in der Zeit mein Primer jetzt auch eingewirkt ist. Und wir werden jetzt weitermachen mit der Tatte Idol Ultra Wear Foundation in der Farbe 010. Das ist eine meiner Lieblingsfoundations und die kriege ich eigentlich mit allem hin, deswegen bin ich ganz gespannt, wie der Pinsel performen wird. Und ich werde jetzt einfach auf meine Hand drücken, die Foundation auftragen, tupfe jetzt hier mit dem Pinsel ein. Er ist auch ziemlich hart jetzt im Moment, deswegen schauen wir mal. Ich glaube, von der Deckkraft her könnte das sogar hinhauen. Also zuerst muss ich sagen, dass die Härchen, also allgemein von It Cosmetics, die Pinsel 100% vegan sind und auch super weich von der Qualität her. Also kann man mit einem Pinsel von Zoeva zum Beispiel gar nicht vergleichen. Und jetzt bin ich auch gespannt, wie ich das hier hinkriege. Auf jeden Fall sieht es wirklich sehr gut aus fürs Erste. Ich arbeite hier ein bisschen in meinen Hals ein. Also bis jetzt brauche ich nicht mehr Produkt als bei einem Beauty Blender. Wie ihr sehen könnt, der verarbeitet es auch richtig gut. Also von der Deckkraft her echt stark. Wie mein Beauty Blender an sich. Pinsel ist einfach, der hat so viel Widerstand, dass man das Gefühl hat, dass man wirklich mit einem Beauty Blender drüber geht. Was für jemanden, der wirklich Beauty Blender mag und dieses beziehungsweise diese Härte braucht im Gesicht, ist es wirklich perfekt. Und ich finde auch, der hat es richtig schön verteilt. Also ich habe hier kein fleckiges Gefühl. Ich schaue jetzt auf jeden Fall auch nochmal mit meinem Spiegel hin. Und er verblendet auch richtig schön. Also bis jetzt muss ich sagen, wow. Also wenn ihr noch die Chance bekommt, weil das eine limitierte Edition ist, wenn ihr noch die Chance bekommt, diesen Pinsel zu holen, dann würde ich euch echt empfehlen, den zu holen, wenn ihr wirklich so mehr auf Pinsel umsteigen wollt, anstatt Beauty Blender. Ich kann mir auch vorstellen, dass nicht jeder Lust hat, immer einen Beauty Blender mitzuschleppen, um ihn nass zu machen, weil der funktioniert auch nur, wenn er feucht ist. Und fürs Reisen ist das eigentlich eine richtig coole Sache. Ihr habt auch hier eben so eine Verpackung, die könnt ihr dann wieder benutzen. Also ich würde jetzt den Pinsel zum Beispiel da wieder reinmachen in diese Verpackung und das dann eben hier zumachen und dann ist es perfekt. Weiter geht's mit dem Concealer. Heute benutze ich den Pro Filter Concealer von Fenty Beauty in der Farbe 120. Das ist ein richtig schöner, nicht gelber Ton, aber ich finde, der ist ein bisschen so in die neutrale Richtung. Und er ist auch nicht zu hell. Das heißt, ich habe nicht so einen weißen Film unter den Augen oder so. Ich habe den auf jeden Fall schon ein paar Mal jetzt ausprobiert. Und der ist, wie ihr sehen könnt, total cremig. Den werde ich auf jeden Fall jetzt noch mit einem Beauty Blender verblenden. Der lässt sich auch richtig einfach verblenden. Das hat so einen richtigen Weichzeichner-Effekt. Also ich hatte schon lange keinen Concealer, der wirklich so einen Effekt hatte wie jetzt der von Fenty Beauty. Und das Wichtige ist, dass er überhaupt nicht eintrocknet. Also bei meiner trockenen Haut geht das gar nicht, wenn ein Concealer so stark deckend ist, sondern so, wisst ihr, was ich meine, so richtig trocken wird unter den Augen. Was ich noch anmerken muss, der wird zwar als Full Coverage Concealer beworben, aber meiner Meinung nach ist der eher medium aufbaubar zu Full Coverage. Für Personen, die vielleicht jetzt so bläuliche Stellen haben, könnte das vielleicht wenig an der Kraft sein. Bei mir reicht das noch, weil ich habe jetzt keine Schatten unter den Augen oder sonstiges. Ich habe halt eben diese, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt in der Kamera, diese Dellen, Augenringe halt. Aber das kriegt ihr mit einem Concealer an sich nicht so weg. Wichtig ist, dass er wirklich auskorrigiert und vor allem, wenn ihr so bläuliche Stellen habt oder so dunkle Stellen, dass er das wirklich aufhält. Bei mir reicht das jetzt auf jeden Fall so von der Deckkraft her. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich muss jetzt nicht
vom Concealer her so eine starke Deckkraft haben, wenn die Foundation bei mir schon etwas stärker ist, sage ich jetzt mal. Und ich gehe jetzt noch mit einem Puder drüber. Das ist jetzt das It's Banana Setting Powder Banana Cream von Too Faced aus der aktuellen Tutti Frutti Kollektion. Dazu nehme ich so einen Pinsel. Mal sehen, wie er sich mit dem Concealer verträgt. Die beiden zusammen habe ich noch nicht ausprobiert. Da gehe ich auch drüber, weil ich neuerdings sehr ölig bin an der Nase und vor allem am Kinn. Ich weiß nicht wieso, obwohl ich trockene Haut habe, werde ich ein bisschen ölig. So, bis jetzt gefällt mir das Ergebnis eigentlich ganz gut. Das Puder ist super weich unter den Augen, hat jetzt nichts irgendwie vom Concealer zerstört. Mehr sehe ich da jetzt eigentlich nicht. Ja, deswegen machen wir jetzt weiter mit zwei weiteren Produkten von Too Faced aus der Tutti Frutti Kollektion. Und das ist einmal hier der Pineapple Paradise Strobing Bronzer, den ich jetzt als Bronzer benutzen werde. Und das Geile ist, die riechen einfach alle nach dieser Verpackung. Also der riecht nach Ananas. Und die hier riecht nach Erdbeer. So, das ist jetzt einmal der Blush. Der sieht jetzt hier, glaube ich, ein bisschen hell aus. Aber in echt sieht er schon ziemlich dunkel aus, muss ich sagen. Und das ist hier der Bronzer. Kann ich mir gut vorstellen. Werde ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Den trage ich jetzt einfach hier entlang auf. Also die Pigmentierung ist schon mal sehr stark. Ich habe wirklich ganz wenig von dem Bronzer genommen. Wow. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr eher so ein natürlicheres Ergebnis wollt. Wenn es um Bronzer geht, dann lieber noch weniger Produkt nehmen, als ich es jetzt getan habe. Aber was ich sagen muss, die Farbe gefällt mir sehr gut, weil die Farbe dann doch aschiger ist. Also die ist nicht so orange. Lässt sich aber auch richtig schön verblenden. Jetzt machen wir auf jeden Fall mit dem Blush weiter. Ich bin gespannt, ob der genauso pigmentiert ist oder ob er genauso dunkel ist wie in der Verpackung. Also hier sehe ich schon mal, dass ordentlich Blush drauf ist. Deswegen streiche ich das vielleicht ein wenig hier ab und trage das hier jetzt über meine Contour auf. Okay, der ist ehrlich gesagt deutlich, deutlich heller als in der Verpackung. Das Auge jetzt nochmal zu vollenden, werde ich in diesen rötlichen Ton und in diesen Fancy Dead Ton reingehen und einfach unten an meiner Wasserlinie arbeiten. Weiter geht's mit der Mascara, und zwar nehme ich die Make-up Factory Dream Eyes Mascara. Da ich nicht so viele Neuheiten habe in meinem Schränkchen, werde ich jetzt einfach die Produkte auch mit reinnehmen, die ich so quasi neu drin habe. Ich werde jetzt meine unteren Wimpern noch machen und werde Fake Lashes auftragen. Also bis gleich. Meine Lashes sind die Lily Lashes in Style Miami. Die könnt ihr ganz bequem über Purish bestellen. Ich habe sogar einen 20% Rabattcode für euch. Jetzt. Den schreibe ich auf jeden Fall unten in die Infobox rein, genau wie alle anderen Produkte auch. Und jetzt kommen auf jeden Fall die Lippen und der Highlighter dran. Ich bin richtig gespannt, denn als Highlighter habe ich ein richtig geiles Produkt bzw. eine richtig geile Palette, und die ist nicht mal teuer. Das ist die Blushing in Bali Palette von BH Cosmetics. Da gibt es oben eine Reihe mit Blushes und eine Reihe mit wunderschönen Highlightern, die mich ein bisschen an die Anastasia Beverly Hills Highlighter beziehungsweise das Glow Kit erinnern. Für meinen heutigen Look nehme ich den Highlighter Glisten. Da nehme ich so einen kleinen Pinsel. Ich glaube, der ist auch von BH Cosmetics, der 140er. Den nehme ich sehr gerne als Highlighter-Pinsel. Und den trage ich direkt hier oben auf. Und wie ihr sehen könnt, ich habe eine Schicht aufgetragen. Und der ist einfach so, so wunderschön. Zu guter Letzt kommen wir zu einem neuen Produkt von Fenty. Also so neu ist es jetzt nicht.
Das ist aber eine neue Farbe und zwar Stunner Lip Paint in der Farbe Uncuffed. So sieht es aus. Es ist so ein wunderschönes rotes Nude, würde ich jetzt sagen. Was ich auf jeden Fall mag, ist dieser Applikator, weil den könnt ihr wirklich richtig schön entlang eurer Kontur, Lippenkontur auftragen. Nicht wundern, meine Kamera fokussiert leider mein wunderschönes Gesicht. So, meine Süßen, das war's jetzt auch mit meinem Get Ready With Me. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten richtig, richtig geile Produkte dabei von Fenty, von Too Faced, die endlich bei uns in Deutschland angekommen sind. Und ja, ich bin mega froh, dass man diese Produkte jetzt endlich auch hier kaufen kann und nicht mehr über England bestellen muss. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe auch, dass der Look einigermaßen leicht nachzumachen ist. Also ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben, etwas heute zu machen, was ich auch tragen würde. Das ist jetzt eher speziell für abends gedacht, weil bei mir ist auch gerade leider kein Tageslicht mehr zu sehen ist. Aber so würde ich auf jeden Fall einen schönen Abend mit Freundinnen genießen. Und falls ihr irgendeine coole Videoidee habt, irgendwas Skandalöses, 10 Marken, die ich hasse oder sonstiges, schreibt es runter in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall alle Produkte unten in der Infobox verlinken mit Rabattcode, wenn ich einen habe. Mit Website-Link, alles drum und dran. Und vergesst auf jeden Fall nicht, einen Daumen hoch für mich da zu lassen und zu abonnieren. Schaut auf jeden Fall auch bei meinem Instagram @glossy vorbei. Das findet ihr gleich hier oben. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei dem Video und auf jeden Fall bis bald.